Ich vertraue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Mit deinen Worten aus dem Psalm 13 heiße ich dich herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass du da bist. An dem wunderschönen Frühlingssonntag. Schön, dass du nicht verschlafen hast und die Zeitumstellung zielführend überstanden hast, damit du zeitig kannst im Gottesdienst sein. Herzlich willkommen, Rudi und Margrit. Sind am vergangenen Donnerstag, glaube ich, wieder auch in der Schweiz. Wir wünschen euch einen wunderschönen Frühling hier bei uns und einfach eine gute Zeit unter uns und auch unter der Familie und Freunden. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen. Danke dir für deine Gegenwart und für dein Dasein. Danke dir, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern dürfen. Dass wir uns versammeln in deinem Namen. Dürfen da sein. Und das allein schon ein Zeugnis ist. Danke für den Glauben an dich, der uns prägt. Danke für den Glauben an dich, wo wir vielleicht auch noch am Suchen sind. Danke für dein Reden in unser Leben hier. Ich bin gespannt auf das, was du parat hast für uns heute Morgen. Und will voller Hoffnung, voller Erwartung, voller Offenheit den Gottesdienst mit dir und mit meinen Geschwistern erleben. Danke vielmals für all deine Güte, für all das Gute, was du an uns tust, wenn wir es auch aus dem Psalmwort herausgehört haben. Herr, und ich will an dieser Stelle einfach auch an die Menschen denken, die wegen dem Glauben an dich verfolgt werden. Herr, ich will sie vor deinen Thron bringen und dich bitten, dass du sie aufrichtest, gerade an dem heutigen Sonntag. Herr, so viele Menschen auf dieser Welt haben nicht die Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern, wie wir sie haben, in einer Freiheit, so wie es uns beliebt, sondern werden verfolgt, werden eingesperrt, werden unterdrückt, weil sie an dich glauben oder weil sie irgendwo bekennt haben, dass sie dir nachfolgen. Danke dürfen wir als freie Christen im Gebet intensiv auch für sie einstehen, die gefangen sind. Intensiv an sie denken und um Stärke, um Hilfe, um Aufrichtung und Ermutigung bitten, gerade an diesem Tag. Danke, dass du ein mächtiger, weltumspannender Gott bist, der alles im Griff hat. Amen. Ich vertraue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Wir wollen miteinander den Blick ausrichten in die Welt zu Maderins. Der Freddy Franz wird uns da mitnehmen. Du bist gut. Was für eine Aussage zum Anfang von dem heutigen Morgen Gottesdienst. Du bist gut. Das Thema von unserem heutigen Morgengottesdienst ist Jesus im Zentrum, die Welt im Blick. Und heute Morgen schauen wir raus nach Jordanien zu Andi und Miriam. Ja, von dort kommen mehrheitlich dankbare Nachrichten. Zum Beispiel aus dem Kindergarten, wo Miriam führen tut, aufbauen hat für syrische Flüchtlinge. Sie schreibt: Wir durften vor 2 Wochen mit den Lehrerinnen des Kindergartens das 5 Jahre Jubiläum seit der Eröffnung feiern. Wir tauschten viele Erinnerungen aus. Eine Lehrerin bedankte sich bei mir für all die Sachen, die sie durch mich gelernt und entdeckt hat. Wir sind so dankbar für all die Kinder und ihre Familien, die wir kennenlernen durften. Es ist so schön zu wissen, dass seit 4 Jahren jedes Kind jemanden hat, der für es betet. Gute Nachricht, Dankbarkeit. Ein weiterer Grund zur Dankbarkeit kommt aus dem Arabischzentrum, wo der Andi führen tut. Beim letzten Blick in die Welt habe ich euch berichtet von 3 Lehrerinnen, die zerstritten gewesen sind und wo das Zentrum, ja, was schwierig gemacht hat,
für das Zentrum. Und der Andi hat viel Sorge gehabt. Heute berichtet er, zwei Lehrerinnen haben sich vergeben. Zuerst nur im Kopf, aber nun auch immer mehr im Herzen. Nur eine ist immer noch sehr verhärtet gegenüber der ganzen Situation. Betet weiter um Weisheit, dass sich das Ganze in Segen verwandelt. Und im Moment haben sie auch eine grosse Last, das Madurins, Not von einer Familie, die sie schon über längere Zeit begleitet haben. Miriam schreibt, betet für Familie C. Beim Vater ist Schizophrenie ausgebrochen und er hat in einem Schub von der Schizophrenie kurzerhand entschlossen, zurück nach Syrien zu gehen. Seine betagte Mutter begleitete ihn, weil sie Angst um ihn hatte. Natürlich hilft die Situation in Syrien seiner Krankheit überhaupt nicht. So ist auch seine Frau mit den 6 Kindern zurück nach Syrien. Sie ist erneut schwanger und hat nun die ganze Verantwortung für die Familie. Miriam durfte der Frau in den letzten Stunden in Jordanien noch etwas beistehen. Betet, dass der Mann zu guten Medikamenten und einem guten Arzt kommt. Betet für die Ehefrau um große Kraft, Liebe, Geduld und Weisheit. Und natürlich um Gottes mächtiges Eingreifen und dass diese Familien unserem guten Hirten begegnet. Im Moment ist Miriam mit ihrem Team noch unterwegs, all die Kinder, ihre Familie zu besuchen. Sie schreiben noch, es ist noch ein guter Monat bis Ramadan, in dem ich die Familien der Kinder besuchen kann. Alle schaffe ich nicht mehr. Ich bete, dass ich die richtigen Familien besuche und für offene, vorbereitete Herzen für Gespräche über Jesus. Und in 2 Monaten wäre das Madurins bereits da stehen. Gut, ich möchte noch beten, bevor wir noch einen kleinen Einblick machen in den Kindergarten mit einem kleinen Film. Ich danke dir, Herr Jesus, für die Familie Madurin, wo Jesus im Zentrum hat, aber die Welt, wo sie drin lebt, ganz fest im Blick. Menschen um sie herum, wo sie möchten die beste Nachricht von Jesus bringen. Ich möchte sie segnen am heutigen Morgen. Sie sind schon weit drinnen im Tag, haben schon vieles erlebt heute. Danke für den Kindergarten, wo schon seit 5 Jahren funktioniert und für so viele Kinder und so viele Familien zum Segen geworden ist. Ich möchte dich bitten, dass du da schützt, das Werk, und dass es weiter klingen darf, Menschen die gute Nachricht in dem Kindergarten weiterzugeben, auch auf den Besuchen, die sie machen. Besonders möchten wir auch die Familie bringen, die zurück ist in Syrien mit dieser Not, dass es irgendwie doch hinführen tut zu einer Begegnung mit dir. Danke, dass du ihnen auch jetzt die letzten Monate in Jordanien noch segnest, bevor sie zurückkommen in die Schweiz. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Und jetzt noch ein kleiner Film. Da geht ins eine Schulzimmer rein. Sie haben heute basteln und machen eine Krone. Da haben sie nochmal einen Tisch. Ja. Sind jetzt sie am Anmalen und mit Filzstiften verzieren. Und später kommen dann noch glitzerige Kleber dazu, bevor dann alle mit diesen Kronen heimlaufen. Und das ist einmal ein mega schönes Bild, wenn Haufen gelbe Krönchen so durchs Quartier laufen. Jetzt gehen wir noch schnell ins andere Schulzimmer schauen. Ja, da sind wir jetzt im anderen Schulzimmer. Da ist auch noch mal eine Gruppe dran. Am Malen. Da ist es ein bisschen ruhiger, weil die Lehrerin da hat gern, wenn die Kinder auch beim Malen ruhig sind und nicht auf Haufen schwätzen. Ja, und ihr könnt wirklich einfach auch beten für Kinder, dass sie wirklich mal Königskind werden. Dass sie jetzt nicht nur heute mit der Krone heimlaufen als Prinzen und Prinzessinnen, dass sie wirklich unseren König mal kennenlernen und wirklich Königskind dürfen werden. Und dürfen scheinen und leuchten viel mehr als die Krone, die sie jetzt machen.
Danke, tschüss. Und dann auch wieder zurückholen in unsere Realität. Und das wird jetzt tun mit zwei, drei Informationen. Und zwar der herzlichen Einladung für den nächsten Sonntag. Wir biegen ja bereits auf die Zielgerade ein vom Buchprojekt. Nächsten Sonntag wird ein Zeugnisgottesdienst sein, wo wir miteinander teilen wollen. Was ist uns in dieser Zeit neu aufgegangen? Was hat der Herr in unser Herz gepflanzt? Was haben wir ausprobiert? Ganz mutig, weil wir im Buch drin dazu herausgefordert sind. Oder vielleicht hast du auch etwas ganz anderes erlebt, das nichts mit dem Buchprojekt zu tun hat. Dann melde doch in den nächsten Tagen dich beim Reto. Melde ihm an, wenn du ein Zeugnis gerne weitergeben willst, damit er die Gottesdienste ein bisschen planen kann. Nächsten Sonntag am 9. und am 11. herzliche Einladung zu diesem besonderen Morgen. Dann ein bisschen weiter rausgeschaut, in der übernächsten Woche ist ja dann schon der Ferientreff, am Mittwoch, am 10. April startet der. Betet kräftig mit für die paar Tage, wo wir da mit vielen Kindern werden dürfen, unterwegs sein, geniessen, vieles erleben. Ist gerade auch evangelistisch gesehen immer wieder eine gewaltige Chance, wo wir ganz bewusst auch wollen, leben, wollen aufnehmen, auch als Gemeinde. Und auch wenn du vielleicht kein Kind und kein Grosskind und kein gar nichts hast, wo da ist im Ferientreff, dann bett doch mit, ring mit, bis mit dabei und dann vor allem auch am Abschlusssonntag herzliche Einladung. Am 11. ist da der Familiengottesdienst zum Abschluss vom Ferientreff und dieses Jahr, das erste Mal, gibt es da am 9. einen Kurzgottesdienst zum Palmsonntag. Also falls dir Kind und Ferientreff und alles überhaupt nicht sagt, hättest du die Möglichkeit, um am 9. da sein im Gottesdienst. Oder am 9. und am 11. und auch gerade noch zum Mittagessen, dann hast du die volle Dosis von dem Sonntag intus. Herzliche Einladung für den 14. April. Und dann ist es bei uns so, dass wir normalerweise bei Jubilaren vorausschauen und die ankündigen, damit man dann zum Geburtstag ihnen auch gratulieren kann. Für einmal schauen wir heute zurück, und zwar auf den vergangenen Donnerstag. Am vergangenen Donnerstag ist das erste Messmal 70 geworden. Und ich glaube, im Namen der ganzen Gemeinde darf ich dir ganz herzlich gratulieren, Gottes Segen und alles Gute wünschen für die nächsten 70 Jahre. Weil heute alles ein bisschen anders ist als sonst, dürfen wir nicht das Esti beschenken, sondern sie beschenkt uns und wird unser Zeugnis weitergeben aus ihrem Leben heraus. Sie hat 45 Minuten für die 70 Jahre. Da wäre es dann noch 45 Minuten. Mein Herz ist wirklich noch mega voll. Wir haben am Freitag in der erweiterten Mesmer-Familie meinen Geburtstag gefeiert. Und ihr könnt euch vorstellen, das war lustig und richtig schön. Und wir haben, der Hanno hat mir ein Medley gespielt von alten Liedern. So fetzig. Also wir haben einfach richtig mitschauen. Das war mega schön. Auch der Udo Jürgens hat mal einen Schlager gesungen. Und der heisst 17 Jahre blondes Haar, so stehst du vor mir. Und bei mir sagt man jetzt halt 70 Jahre graues Haar, so stehe ich vor dir. Also ich habe keine neue Frisur, ich habe einfach keine künstliche Farbe mehr drauf. Und das ist wie, wenn man ein antikes, altes Möbel, machst du mal den Lack ab und die alte Farbe und dann kommt manchmal ganz etwas Schönes führen. Also mir geht es heute nicht um meine Frisur. Vielmehr habe ich eine riesige Dankbarkeit in mir rein, dass Gott mir 70 Jahre von meinem Leben schon, also vom Leben schon geschenkt hat, dass ich diesen Geburtstag feiern durfte. In der Bibel steht ja im Psalm 90, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es wäre schnell dahin, als flögen wir davon. Meine Schwester hat gesagt zu mir am Geburtstag, leck, jetzt sind wir doch erst noch hin gewesen. Ja. 70 Jahre ist eine so eine lange Zeit mit so viel technischer Entwicklung, dass ich manchmal kaum glauben kann, was ich schon alles erlebt habe. Und die 70 Jahre schlägt mein Herz unaufhörlich. Vom ersten Herzschlag an hat es nie aufgehört zu schlagen. Es schlägt immer noch. Und das ist so ein Wunder von Gott. Also wir denken doch gar nicht an unser Herz. Man schafft und macht und es ist ein Geschenk.
Und schon als kleines Kind habe ich den Glauben an die Bibel und an Gott und an Jesus und all die gehörten Geschichten sehr ernst genommen. Ich habe es gerne. Meine Eltern haben, vor allem meine Mutter, haben mir den kompromisslosen Glauben an Jesus vorgelebt. Ich habe auch nie gezweifelt, dass sie das ernst gemeint haben. Abgekürzt kann man sagen, dass ich aufgewachsen bin mit dem Kinderlied. Die in meinem Jahrgang, die kennen das noch. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Und pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Und dann haben wir bei dem Lied immer müssen den Finger so aufheben, oder? Pass auf. Ein Glaubensleben also, das geprägt war von einem Vater im Himmel, der ganz fest aufpasst, was ich schaue, höre, denke, was ich tue und wo ich hingehe. Wir Kinder sind auch immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht worden von unseren Eltern, dass der Herr Jesus alles sieht. Im Teenageralter habe ich darum ganz bewusst meine Beziehung zu Gott auf ein Minimum gehalten. Ich habe gedacht, wenn ich in gewisse Lebenssituationen nicht hineinbeziehe, dann sieht er es auch nicht. Vieles habe ich im Versteckten gemacht vor Gott und vor den Menschen, habe ich gemeint. Dann sind die Jahre gekommen, wo mich Gott ganz verbindlich gesucht hat, ihm zu dienen. Angefangen hat es damit, dass ich ganz eine tiefe Gewissheit bekommen habe durch den Heiligen Geist, dass ich mich nicht nach jedem Fehler nochmal bekehren muss. Dass, wie ich es anhin gemacht habe, jedem Kinderlager habe ich mich wieder bekehrt. Ich bin ein Kind von Gott, wiedergeboren zu einem neuen Leben, bedingungslos geliebt und für alle Zeiten durch das Blut vom Herrn Jesus am Kreuz versöhnt mit Gott. Von jetzt an habe ich auch nie mehr den Gedanken und das Gefühl gehabt, er schaue mit Sperberaugen auf mich ab, ob ich auch ja nichts Dummes mache. Gott hat mir meine Gaben und Begabungen in verschiedenen Kursen in der Gemeinde aufgezeigt und ich durfte während einigen Jahrzehnten ganz viele Aufgaben wahrnehmen, die ich mit viel Freude gemacht habe. Ich bin selber durch die Ämter im Glauben weiter gewachsen und konnte jüngeren Menschen eine Hilfe und ein Wegweiser sein zum verbindlichen Dienst im Reich Gottes. Natürlich wäre das jetzt nicht ehrlich, wenn ich würde sagen, dass mein Leben immer nur eitel Freude gewesen wäre. Ich habe einige persönliche, psychische und gesundheitliche Krisen durchlaufen, wo ich gemeint habe, jetzt geht es nicht mehr weiter. Unsere vier Kinder sind alles andere gewesen als leicht erziehbar. Ich weiß nicht, ob schon eins da ist heute Morgen. Und haben mir einige Jahre den letzten Nervus gerissen. Zeitweise habe ich Hilfe gebraucht für Familie und Haushalt. Ausgelaugt und am Ende der Kraft musste ich zweimal kuren, ganz allein und auch Seelsorge in Anspruch nehmen. Burnout hat es damals noch nicht gegeben, es war einfach ein bisschen abgekrampft. Und auch während meiner bewusst gelebten 60 Jahre in der Fege ist nicht immer alles nur rumgelaufen. Es hat eine Zeit gegeben, in der ich meine Mitgliedschaft aufkünden wollte, weil ich es nicht verstanden habe, dass gläubige Menschen aus zwischenmenschlichem Neid und Eifersucht stinkiger Käse, der gefühlte 100 Jahre alt ist, noch immer auftischt. Vor bald 15 Jahren hat mich dann Gott in eine ganz neue Aufgabe hineingerufen, nämlich in Dienst an alten Menschen, wo ich auf ihrer letzten Wegstrecke im Altersheim Weitenau die Schönenberg begleiten darf. Es macht mir ganz viel Freude, sie seelsorgerlich regelmässig zu besuchen, ihnen den Weg durch Jesus Christus zum ewigen Leben zu erklären, mit ihnen zu singen und zu beten und einfach Zeit für sie zu haben. Schon manchen Bewohner hat sein Leben vor dem Tod ganz bewusst in Gottes Hand gelegt. Jüngerschaft hört für mich mit 70 nicht auf. Und darum freue ich mich riesig, auch mit den Nächsten und die Klasse zwei Jahre dürfen unterwegs zu sein. Es hat immer Enkel von mir dabei und die müssen dann auch ein bisschen folgen. Mein Glaube, authentisch zu leben und nicht zu schweigen von dem, was ich mit Jesus erlebe, das war immer mein Herzenswunsch gewesen. Und nun erlebe ich zusammen mit meinem Mann, wie unsere vier schwer erziehbaren Kinder selber zu Jüngern angewachsen sind, wo Gott dienen mit ihren Gaben und Begabungen und unseren 13 Enkeln ihre Liebe zu Jesus vorleben. Unverdiente, wunderbare Gnade von Gott ist das grösste Geschenk für mich, für uns als Ehepaar, wo wir jeden Tag dafür danken. Ich schließe mein Zeugnis mit dem Vers 12 aus Epheser 1.
Wir sollten ein lebendiger Lobpreis seiner Herrlichkeit werden. Das sind wir, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf Christus setzen. Darum habe ich dann noch einen Liederwunsch geäussert und ihr merkt es dann, was es für ein Lied ist. Mit erhobenem Haupt und dem Herz voller Dank beten wir dich, Amen. Ich bete für das Beste. Danke vielmals, Vater im Himmel, für die vergangenen 70 Jahre. Danke für den kurzen Einblick in Hochs und Tiefs, ins Unterwegssein mit dir oder in dein Unterwegssein mit dem Esti. Danke, dass sie das voller Glauben, voller Hoffnung und wenn wir es jetzt dann auch gerade werden singen, mit erhobenem Haupt, hat dürfen tun, nicht aus Stolz, nicht im Sinn von ich habe es im Griff, sondern in dieser Abhängigkeit von dir. Danke vielmals, Herr, dass wir dürfen Leben teilen und miteinander auch dürfen auf unser Leben schauen und sehen, was du Grosses und Grossartiges tun hast. Und ich bitte dich um deinen Segen, für das Esti ganz besonders, für uns alle, dass wenn wir in die Zukunft raus schauen, nach vorne leben, dass wir das mit erhobenem Haupt und einem Herz voller Dank dürfen tun, weil wir dich kennen, weil wir dich in unserem Herzen haben, weil du unser Herr und Heiland bist. Danke dir von ganzem Herzen, Herr. Amen. Danke vielmals euch fürs Mitnehmen, die Zeit der Anbetung. Und wie es der Fredi im Blick in die Welt schon gesagt hat, lassen wir uns heute Morgen auf das Thema in Christus im Zentrum die Welt im Blick. Wir stehen da mitten in einem Buchprojekt. Und rund ums Bücherlesen, da gibt es ja Menschen, die verschlingen ein Buch am anderen. Andere nehmen aber wahrscheinlich das Leben lang kaum ein Buch in die Hand. Es gibt Menschen, die können durchaus 5 Bücher parallel lesen. Andere haben schon Mühe, den Zusammenhang zu behalten von dem einen, wo sie lesen. Es gibt Menschen, denn ihr Hobby ist es, Bücher zu lesen. Die gehen auf da drin, die finden das mega cool und können sich fast nichts anderes vorstellen in der Freizeit als das. Und andere Menschen, die würden gern ein Buch lesen, aber es ist irgendwie immer eine riesige Überwindung. Es gibt Menschen, die lernen sich mit Freude auf herausfordernde und auf hochkomplexe Literatur ein und andere, die lesen lieber die leichte Kost. Ich weiss nicht, wo du dich so in Sachen Lesen würdest einordnen. Eins, glaube ich, haben alle ungefähr gemeinsam. Wenn man liest, dann springen einem immer wieder mal Sachen in die Augen. Aussagen, die man gut findet. Zitate, die man gern behalten will. Wahrheiten, denen man beipflichtet oder dann eben auch Aussagen, die man als unwahr oder voll daneben abstempeln. Und natürlich gibt es auch Literatur, die von all dem dann gar nichts beinhaltet, bis eben Bücher werden aber die Frage angebracht, ob es sich überhaupt lohnt, sie zu lesen. Der 5. und 2. Gottesdienst zu diesem Buchprojekt, ja, überschrieben. Christus im Zentrum, die Welt im Blick. Und dazu ist mir auch bei der gestrigen Tageslesung etwas in die Augen gesprungen. Da schreibt Dallas Willard, Christus-zentriert Leben bedeutet, Jünger Jesu zu sein. Damit ist vor allem ein Lern- und Wachstumsprozess gemeint. Unter evangelikalen Christen wird deswegen häufig 2. Petrus 3, Vers 18 zitiert, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Jüngerschaft heißt, durch Gottes Wort, seine Gegenwart und durch andere Menschen interaktiv mit dem auferstandenen Christus zu leben, zu lernen, wie man so lebt, wie Jesus an meiner Stelle leben würde. Evangelikal gläubig zu sein heißt, zu zeigen, warum das Evangelium mit allen Lebensbereichen zu tun hat. Es heißt auch, sich an der Suche nach den Verlorenen zu beteiligen. Christus zentriert Leben
bedeutet Jünger sein. Jünger von Jesus. Es bedeutet, in einem Wachstums-, in einem Lernprozess drin zu sein und Jesus immer ähnlicher zu werden. Ihn immer tiefer zu erkennen. Oder wie es an einer Stelle in der Bibel heisst, immer tiefer in ihm verwurzelt sein. Es heisst, ich nenne das jetzt mal heute Morgen, Qualitätsbeziehung zu haben mit dem lebendigen Gott, in der Liebe zu ihm und in der Liebe zu meinen Mitmenschen. Es heisst weiter, das zu tun, was Jesus sagt. So zu leben, wie er an meiner Stelle würde leben. Mit meinem Leben zu zeigen. Das Evangelium mein ganzes Leben umfasst. Nicht nur ein kleiner Teil, nicht nur ein Zeitmoment, sondern mein ganzes Leben. Und das heisst, mithelfen, verlorene Menschen zu suchen. Der Paulus beschreibt die Wahrheit im Epheserbrief auf seine Weise, was es heisst, Christus zentriert zu leben. Wie Christus im Zentrum die Welt im Blick konkret aussieht. Der Epheserbrief, der gehört ja zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen, weil der Apostel Paulus ihn während der Gefangenschaft in Rom verfasst hat. In Kapitel 4, Vers 1, dort schrieb er, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid von Gott berufen worden. Ihr seid von Gott berufen worden. Nehmen wir mal an, es käme eine berühmte, bekannte, einflussreiche, namhafte Person von dieser Welt auf dich zu und würde dich für eine besondere, angesehene, spezielle Position oder Aufgabe berufen. Ich glaube, die meisten von uns würden sich darüber freuen und würden sich dementsprechend verhalten. Natürlich könnten wir uns jetzt irgendetwas vorstellen, das für uns gar nicht in Frage käme und dann würden wir diese Berufung gar nicht annehmen. Also stell dir vor, irgendeine Partei käme zu dir und würde sagen, ich will dich als Bundesrat berufen. Du würdest sagen, kannst du vergessen, mache ich nie. Du würdest die Berufung nie annehmen, weil sie dir nicht entspricht. Aber dort, wo du eine Berufung annimmst, wirst du dich dieser Berufung wegen dementsprechend verhalten und darüber freuen. Jetzt redet Paulus an dieser Stelle ja nicht von irgendeiner Person von dieser Welt, die dich in irgendein spezielles Amt berufen will oder zu einer angesehenen Persönlichkeit machen oder so. Nein, Gott selber sagt er. Gott selber ist der, der dich beruft, der dich berufen hat. Es ist der lebendige Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde. Der, der über allem, was auf dieser Erde kreucht und fleucht, alles im Griff hat und nicht einmal nur die Erde, das ganze Universum im Griff hat. Der Gott, der Vater im Himmel ist es, der dich berufen hat. Und weil es der Lebendige ist, der Allmächtige, der über alles über allem Stehende. Darum sollen wir dieser Berufung würdig leben. Das heisst in der Negativform, wir sollen die Berufung nicht in den Dreck ziehen. Wir sollen sie nicht kleinreden. Wir sollen keine billige Berufung daraus machen. Wir sollen auch nicht so tun, als hätten wir sie gar nicht angenommen. Wir sollen sie niemandem verschwiegen. Wir sollen dieser Berufung würdig leben. Und falls uns gerade nicht so kreatives Zeug in den Sinn kommt, was es könnte heissen, in dieser Berufung würdig zu leben, schiebt der Paulus gerade im nächsten Vers ein paar Fakten hinein. Er sagt nämlich, überhebt euch nicht über andere, sind freundlich und geduldig miteinander, erträgt einander voller Liebe, bemüht euch, die Einheit im Geist zu bewahren, indem ihr untereinander Frieden habt. Ein paar ganz einfache Sachen. All die
Der Buch «Jünger wird man unterwegs» gerade am Lesen sind, die wissen das schon, der Dallas Willard hat das in der vergangenen Woche auf verschiedene Arten immer wieder gesagt, all denen, die das Buch noch nicht gelesen haben oder am Lesen sind, verrate ich das jetzt, ausnahmsweise. Um ein gottwürdiges Leben zu leben, so wie es der Paulus uns da skizziert, brauchen wir uns nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr anstrengen und unser Verhalten zu kontrollieren und uns noch besser im Griff zu haben. Um ein Leben als Jünger Jesus zu leben, braucht es eine Veränderung von unserem Herz, von unserer Seele, von unserem Geist, oder man könnte an dieser Stelle auch sagen, von unserer Haltung. Mit mehr Anstrengen werden wir das Ziel nicht erreichen. Vielmehr braucht es mehr Gott in unserem Leben. Mehr Christus in uns, in unserem Leben. Mehr, hier bin ich, Herr. Rufe mich, sende mich, forme mich. Mehr von dem braucht es in unserem Leben drin. Wenn wir Gott, seine Nähe, Gemeinschaft und Gegenwart mit ihm suchen, zum Beispiel in der Form von geistlichen Übungen, dann wird das Auswirkungen haben auf unser Leben, auf unser äußeres Verhalten. Gottes Liebe und Menschenliebe, die verändert und gestaltet uns um, von innen nach außen. Paulus fährt weiter und sagt, ihr seid ein Leib. Und habt einen Geist, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen worden seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Christus im Zentrum. Christus zentriert Leben. Ich sage es nochmal, eigentlich so einfach. Es gibt ja nur ihn. Wenn ich die Herrschaft über mein Leben ihm abgehe, gibt es ja nur noch ihn. Manchmal gibt es auch mich noch natürlich. Gell? Ich und meine Regentschaft und mein Herrsein, aber eigentlich gibt es ja nur noch ihn. Jesus Christus. Und aus ihm raus ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, ein Taufe und ein Gott und Vater, wo alles in allem ist. Auf ihn hin sollen wir leben. Von ihm her sollen wir leben. Alles, was wir leben, soll ihn ehren, soll anbetig sein. Von ihm und seiner Herrlichkeit. Alles, was wir brauchen, ist er. Er gibt uns alles, was wir nötig haben. Und er kann alles. Selbst die Sachen, die wir nicht können. Ganz einfach gefragt, was gibt es eigentlich Besseres für uns Menschen, als Christus das Zentrum von unserem Leben zu haben? Als ein Christus-zentriertes Leben zu leben. Rufen wir uns doch das immer wieder in Erinnerung. Und aus dem Bewusstsein heraus legen wir doch aktiv Uneinigkeiten zur Seite, lassen wir sämtliche Streitigkeiten oder Spannungen, die zwischenmenschlich da und dort immer wieder mal aufflackern, lassen wir die doch fallen. Und zwar nicht, indem wir uns eben mehr anstrengen und uns noch mehr hingeben an dem Punkt, um das irgendwie in den Griff überzukommen. Und letztendlich gleich irgendwo Pust im Sack haben oder eine bittere Seele mit uns herumtragen. Nein, Christus soll das Zentrum von unserem Herz sein. Von unserer Seele, von unserer Haltung. Und aus dem heraus erneuert er uns. Und dann kommen wir an den Punkt her, wo der Petrus auch war, wo er gesagt hat, Herr, woher sollen wir denn gehen, wenn nicht zu dir? Du bist der Einzige, der ein Wort vom lebendigen Leben hat. Und wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.
Das darf geschehen. In dem Moment oder aus dem heraus, wo Christus immer mehr das Zentrum von unserem Leben ist. Wo wir immer mehr Christus zentriert leben. Und das unser ganzes Leben umfasst und betrifft. Da gibt es keine Ausrede. Keine Ausrede in Form von, so bin ich halt, ich kann halt nicht anders. Oder, da hat meine Vergangenheit halt mit mir gemacht, jetzt bin ich halt so. Wir haben einen Geist, wir haben eine Hoffnung, wir haben einen Herr, wir haben einen Glauben, wir haben eine Taufe, wir haben einen Gott und Vater. Und der Gott und Vater ist der Maßstab. Er ist die Messlatte. Er ist der Ausgangspunkt und er ist das Ziel, wo unser Leben soll prägen, wo wir unser Leben an ihm ausrichten, wo unser gesamtes Leben allumfassend, unser geistliches Wachstum, unser Handeln, unser Tun soll auf das abzielen. Christus im Zentrum, die Welt im Blick. Paulus fährt nämlich weiter und sagt, jedem Einzelnen von uns hat Gott Christus besondere Gaben geschenkt. So, wie er sie in seiner Gnade jedem zugedenkt hat. Du bist begabt. Das ist eine wundervolle Botschaft von heute Morgen. Du bist begabt. Von Christus selber. So, wie er es in seiner Gnade dir zugedenkt hat. Du bist begabt. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hat dir Gaben gegeben. Du bist also nicht einfach nur berufen und die Berufung sollst du würdig leben. Du bist begabt. Du bist ausgerüstet. Du bist bevollmächtigt. Du bist ausgestattet mit allem, was du brauchst. Und die Bibel sagt sogar, du darfst dich noch nach mehr ausstrecken. Du darfst noch um mehr bitten, als das, was Gott dir schon gegeben hat. Aber einmal grundsätzlich, du bist begabt. Um Christus in dieser Welt zu dienen. Um Christus in dieser Welt zu dienen. Es geht um die Liebe zum lebendigen Gott. Und um die Liebe zu deinem Nächsten. Gott hat uns berufen. Gemeinde heisst ja Herausgerufene. Gott hat uns rausgerufen, ein Teil von seiner Gemeinde zu sein. Und mit dieser Gemeinde, zusammen mit allen anderen Menschen und Geschwistern, sollen wir die suchen und retten mit Jesus zusammen, die ihn noch nicht kennen. Die verlorene Schafe sind. Die nichts von ihm wissen. Die sich von ihm entfernt haben. Und darum ist eine zweite wesentliche Frage heute Morgen. Welche besondere Gabe hat Christus dir denn geschenkt? Welche besondere Gabe hat Christus dir geschenkt? Ich glaube, fast bei jedem Vorstellungsgespräch auf dieser Welt ist es völlig normal, dass man beten wird, sagen Sie uns doch einmal etwas zu Ihren Stärken und Schwächen. Sagen Sie uns doch einmal etwas zu dem, was Sie gut können. Wo heben Sie sich von den anderen ab? Und es ist völlig normal, dass wir uns auf so ein Vorstellungsgespräch heute vorbereiten und dass wir Sachen parat haben, die wir sagen können. Die uns ausmachen. Die wir mitbringen. Für den Betrieb, für die Aufgabe, für den Job. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir uns auch als Reich Gottes Bürger bewusst sind, mit was uns Gott denn begabt hat. Was denn die besondere Gabe ist, die Paulus da anspricht, wo Christus uns geschenkt hat, oder die besonderen Gaben sind in unserem Leben drin. Nicht, weil wir etwas besser sind als die anderen, ist die Frage, wo hebst du dich denn ab? Sondern vielmehr die Frage, was hat Gott dir gegeben, was er eben einem anderen nicht gegeben hat? Damit du sein Lieb kannst ergänzen und vervollständigen. Damit sein Lieb wachsend und wachstümlich sich entwickelt auf dieser Welt. Weil er denkt,
weil er denkt, dass du diese Aufgabe mit deiner Gabe wunderbar könntest erfüllen und tun in seinem Reich, in seiner Gemeinde, im Blick auf die Menschen von dieser Welt. Wenn du das nicht weißt, wenn du dir dem nicht bewusst bist, wenn das in der Vergangenheit kein Thema war für dich, dann mach das zum Thema. Dann frag dich das mal ganz konkret. Es kann ja sogar auch sein, dass sich so etwas im Laufe von deinem Leben verändert. Dass vielleicht im Blick aufs Älterwerden und auf die Lebensverschiebungen, die sich da drin so auf dich zukommen, dass da andere Sachen dazukommen und ältere Sachen vielleicht wegfallen. Es kann ja sein, klär das. Frag Gott. Frag deine Freunde, die dich gut kennen, komm auf mich zu, wir können uns gerne miteinander auf den Weg machen, um das zu klären. Mit deiner Berufung ins Reich Gottes bist du beschenkt und begabt worden. Leb dieser Begabung würdig. Und übrigens, sagt der Paulus, so wie es Jesus mit uns allen persönlich gemacht hat, so hat er es auch mit der Gemeinde gemacht. So hat er auch Gemeinde beschenkt. Er hat dir Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Unter Gläubigen ist Epheser 4, Vers 11 als sogenannte fünffältige Dienst bekannt worden. Gott hat der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben. Hat sie mit dem beschenkt und begabt. Jetzt ist dir aufgefallen, dass auf dieser Liste der Pastor gar nicht vorkommt. Der ist da nie drauf. Der Paulus redet ja auch nicht vom vielfältigen Dienst, wo Gott die Gemeinde beschenkt hat und wo in der eierlegenden Wollmilchsau vom Pastor sich alle fünf Sachen sollen vereinen. Sondern er redet vom fünffältigen Dienst, wo Gott die Gemeinde damit beschenkt hat. Ist dir übrigens aufgefallen, dass in dieser Aufzählung auch gar kein Missionar vorkommt? Den finden wir da auch nicht. Sowieso noch schwierig, das zu finden in der Bibel. Weil Gott seiner Gemeinde die Mission gegeben hat, dieser Welt sein Evangelium zu verkündigen. Er hat seiner Gemeinde in Form von Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern die Mission gegeben, das Evangelium von Jesus Christus, die rettende Botschaft von der Vergebung von der Sünde, die Einladung zu einer lebendigen Beziehung mit dem allmächtigen, dreieinigen Gott in die Welt zu tragen. Und die Gemeinde, das ist nicht so ein Konstrukt in der dritten Person dort. Die Gemeinde. Manchmal sagen wir, ja, die Gemeinde ist schuld oder die Gemeinde sollte schon lange oder die Gemeinde wäre noch gut, wenn ihr würdet. Aber die Gemeinde, wer ist denn das? Die Gemeinde, das sind wir. Das sind du und ich. Wir sind Gemeinde. Wo da verortet oder als Ortsgemeinde da in Sulgen sichtbar wird, in der Region wirkt, und die Welt im Blick hat. Ich weiss nicht, wie aktiv dass du unseren Gemeindebrief aktuell liest. Der kommt ja nur alle zwei Monate mal raus, den könnte man gut lesen. Oder dann eben auch das Sonntagsmail mit allen Infos. Der kommt jeden Sonntag. Und falls du es willst, aber nicht überkommst, melde dich doch bei mir. Ich setze dich gerne auf die Liste. Dort drin, ich glaube, der Rudi hat das letzte Mal, wo sie da waren, hat er das schon zitiert. Dort drin steht schon seit längerer Zeit zum Thema Mission nämlich etwas, gell? Ich weiss nicht, inwiefern dir das schon mal aufgefallen ist. Mission, stell dir vor, jeder Christ ist ein Missionar. Wir alle sind berufen, eingesetzt und ausgesendet. Ob irgendwo auf dieser Welt in eine ganz besondere Aufgabe oder hier in der Schweiz als Inlandmissionar. Du und ich, wir haben eine große Aufgabe zu bewältigen. Direkt von Gott gegeben, berufen und gesendet. Lasst uns für die Mission Gottes beten, für ein ganzheitliches und umfassendes Verständnis und Handeln von uns als Christen und der Gemeinde. Der Paulus erklärt den vielfältigen Dienst dann noch ein bisschen.
und sagt ihr, fünf sind da, ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Gott hat der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben, damit sie die Gläubigen für ihren Dienst vorbereiten, zurüsten und die Gemeinde stärken. Ich verstehe die Bibelstelle nicht so, dass das fünf Ämter sind, wo fünf Personen innehaben, am besten gerade noch die fünf Ältesten. Ich verstehe das vielmehr als Berufungsbereiche, in denen wir als Gemeinde unterwegs sind in dieser Welt. Durch sie sollen wir als Gemeinde Mission Gottes leben. So können wir als Gemeinde vorbereitend und stärkend und zur Reife hinwachsend unsere Berufung würdig leben. Vorbereitend, stärkend und zur Reife hinwachsend unsere Berufung würdig leben. Wir haben uns vor knapp 2 Jahren in der Gemeindeleitung mal angemacht, zu analysieren, wie die Berufungsbereiche unter uns denn so verteilt sind. Und es hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich noch eine recht gute Mischung herbringen. Und bevor jetzt die Liste genau studieren, die ist gar nicht so wichtig. So schloss er nämlich nicht mehr zu. Oder ich mache 5 Minuten Pause und er schaut sich ein bisschen an. Die Erkenntnis und das Bewusstsein, dass da eine gute Mischung jetzt mal in der Leitung drin da ist, ist das eine. Noch viel wichtiger ist aber, dass Gott der Gemeinde die Gabe gegeben. Und nicht am Ältestenrat oder der Gemeindeleitung, sondern der Gemeinde. Und damit sind ja wir alle gemeint. Jeder von uns. Du und ich. Wir sind gemeint. Gott hat uns begabt. Und die FWG Sulgen, da ist ja nicht so ein Haufen von ein paar Auserlesenen. Die FWG Sulgen ist auch nicht einfach das Grüppli dort unten, dort, die von Sulgen dort. Ist hochinteressant, wir haben in der letzten Zeit etwa mal in der Kaffeepause in dem Geschichtsbüchlein von unserer Gemeinde blättert und geschaut, was da so gelaufen ist, seit das alles seinen Anfang genommen hat. Hochinteressant, zum Teil hocherschreckend, aber auch sehr spannend, dass das Leben wirklich eine coole Sache. Aber da hat im Fall angefangen da mit der evangelischen Gemeinde des oberen und hinteren Thurgaus. In Bleiken und wo ist jetzt Alexander gewesen noch? Hinten raus einmal, von Sulgen steht dort dann überhaupt nichts. Und Zirnach und Wiel und überall, da hat alles zum oberen und hinteren Thurgau gehört. Und dann hat sich das so langsam rausentwickelt und die ersten Versammlungsorte sind wirklich in Bleiken gsi und? Wie? Nein, ja, nochmal etwas anderes. Göttinghofen, genau. Und dann sind sie dann dort an die Tore und hat schon Spaltungen gegeben Zeug und gesagt, hochinteressant zu merken, früher war auch nicht alles besser gewesen, gell? Aber spannend ist ja die Entwicklung der Gemeinde und wie der Weg gegangen ist und wie sich das entwickelt hat und wie es zu dem geworden ist, wo wir heute sind. Und die Frage ist eben dann, was haben wir denn für ein Bild von Gemeinde? Was heisst Gemeinde denn für uns? Eben, ist das so ein Grüppli von Leuten, von Zulgen und noch Zwischenpaar? Oder die, die vielleicht auswärts wohnen, sagen, ja, ihr dort Zulgen unten und wir sind einfach noch ein bisschen dabei. Der Rolf Lager hat kürzlich einmal unser Adressverzeichnis auf Google Maps umgelegt und das hat dann etwa das Bild gegeben. Woher kommen all unsere Leute? Und jetzt kannst du aufgrund von dieser Landkarte dich anfangen aufregen und sagen, ja, geht's eigentlich her? Da fährt man ja 2 oder 3 Gemeinden vorbei, bis man endlich Zulgen im Gottesdienst ist. Ist denn das nötig? Oder aber, du kannst dich freuen und sagen, hey, Sonntag für Sonntag werden Zulgen Missionare für den ganzen Thurgau vorbereitet und zubereitet, sogar bis nach St. Gallen und werden ausgesendet, damit sie ihre Berufung würdig leben.
Oder du kannst von der anderen Seite her schauen, eben die dort Zulgen unten, gell? Die machen das und so. Die, weißt du, vom Seeufer unten rüber schauen und sagen, die Zulgen unten machen es da immer. Oder du kannst sagen, wir als Gemeinde, ich bin ein Glied an dem Leib Jesu Christi. Und meine Überzeugung ist, dass die Gemeinde dazu da ist, die Gläubigen zum Dienst vorzubereiten und den Leib von Jesus Christus zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass wir miteinander zur vollen Reife und Erfüllung in Jesus Christus heranwachsen. Cool, hä? Ich find's cool. Du bist ein Missionar. Du bist eine Missionarin. Zusammen mit allen anderen Christen von dieser Gemeinde und der ganzen Welt. Die Mission von Gott, das Evangelium von Jesus Christus den Menschen zugänglich machen, die noch nichts von dem wissen. Hey, die sind nicht gerettet. Die haben keine auf Ewigkeit ausgerichtete Qualitätsbeziehung mit dem lebendigen Gott. Sie sollen Gott kennenlernen, indem sie die Qualität dieser Beziehung an deinem Leben sehen oder wahrnehmen oder spüren. Jetzt stell dir doch vor dem inneren Auge mal eine Person vor, die du kennst, sie kennt aber Jesus nicht. Hol das Föteli mal schnell vor. Stand heute ist die verloren. Stand heute ist die verloren, wenn sie die rettende Botschaft von Jesus Christus nicht kennenlernt oder er, wenn die Personen nicht vorgelebt überkommen, nicht erklärt überkommen, dass es zwingend nötig ist, mit Jesus verbunden zu sein, auf all die Menschen, wo Jesus nicht als ihren persönlichen Herr und Heiland kennen, wartet die Hölle. Und vielleicht merkst du gerade in dem Moment, dass das für dich selber ja gar noch nicht so klar ist. Dass du Jesus nicht wirklich kennst. Oder dass das mit der Herrschaft über dein Herz, deine Seele und deine Haltung auch nicht so klar ist. Dass du ihm dein Leben in dieser Form vollumfänglich gar nicht oder noch nicht oder nicht mehr ausgeliefert hast. Dann lade ich dich heute am Morgen dazu ein, das zu tun. Er freut sich über die Erkenntnis in deinem Herz. Er freut sich darüber, wenn du umkehrst und sagst, da ist etwas in eine falsche Richtung am Laufen gelaufen oder es mein Leben lang bis daher schon gelaufen. Ich gebe dem Leben mit der Hilfe Gottes eine neue Ausrichtung. Ich kehre um auf den Weg, wo er mich führt und er mir sagt, er vergibt dir Sünde von Herzen gern. Er wartet auf dich mit offenen Armen und sagt, komm zu mir. Ich bin dein liebender Vater im Himmel. Lass doch den dreieinigen Gott, Herr und Heiland, über dein ganze Leben sein. Als Jünger unterwegs sein und ein Leben, das dieser Berufung würdig ist, das zeigt, die Gemeinde Jesu ist nicht zuallererst da, um ein cooles und attraktives Programm zu bieten. Damit wir Christen dann können urteilen, ob es uns passt oder nicht. Und nur, wenn es gut genug ist, dann sind wir dann auch ein bisschen dabei. Und sonst gibt es auch noch andere Aktivitäten, wo man am Sonntag oder unter der Woche sehr gut seine Zeit kann füllen. Als Gemeinde haben wir eine Mission. Wir haben eine Mission.
die sollen wir leben, aus vollster Überzeugung. Die Mission, die kommt nicht von uns, die kommt nicht vom Prediger, die kommt nicht vom Ältestenrat, die kommt nicht von der Leitung FWG Schweiz. Die Mission, die kommt von Gott selber. Er hat uns berufen und begabt. Wir sollen uns gegenseitig ausrüsten, zurüsten, ermutigen, trösten und befähigen. Wir sollen Gott ehren, ihn anbeten, ihn loben und preisen. Er soll das Zentrum sein von unserem Leben und von der ganzen Gemeinde. Wir sind als Jünger Jesu unterwegs, lernend, wachsend und gesendet. Lernend, wachsend und gesendet zu allen Ethnien, zu allen Menschengruppen von dieser Welt. Wir sollen sie mit Jesus bekannt machen und uns das Möglichste dafür tun, dass auch sie zu Jünger von ihm werden. Wir sollen sie taufen und wir sollen sie lehren, so zu leben, wie es Jesus uns befohlen und aufgetragen hat. Christus im Zentrum, die Welt im Blick, das ist FWG Sulgen. Und ich lade dich heute ganz neu ein, ein Teil von dieser genialen Bewegung, von dieser genialen Gemeinde zu sein. Und ich schließe mit der Frage, willst du das? Wir sind im Moment still, bevor wir den Gottesdienst dann mit dem Gebet abschließen. Kannst du die Folie noch lassen, Christian? Oh Herr, es ist eine geniale Bewegung, die du mit deiner Gemeinde ins Leben gerufen hast. Es ist ein gewaltiges Projekt, das du da angegangen bist, vor 2000 Jahren. Und ich danke dir, Herr, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Ich danke dir, dass wir ein Glied an deinem Leib sein dürfen. Dass du uns rausgerufen hast, aus dieser Welt raus. Eingesetzt, begabt und berufen, ein Teil von dieser Bewegung, von deinem Lieb, von deiner Gemeinde, von dieser Dynamik zu sein, von deinem Plan für die Welt. Herr, es hat dir gefallen, die Botschaft von der Errettung durch deine Gemeinde in die Welt zu tragen. Und ich bitte dich heute Morgen ganz neu, dass du uns jedem persönlich das bewusst machst, was ist mein Teil da drin? Nicht, wo kann ich genügen, nicht, wem muss ich nacheifern, nicht, was machen andere, sondern Herr, was ist deine Idee für mein Leben in deinem Leib? Was ist deine Gabe, sind deine Gaben, Herr, wo du mir geschenkt hast zur Verbauung, zum Wachstum, zum Weiterkommen, zu der Dynamik von deinem Leib? Und lasst uns die Frage ganz neu klären. Ist die Herrschaft geklärt über mein Leben? Bist du der Herr? Oder irgendetwas anderes? Oder ich selber? Und wenn wir ganz persönlich Teil von dieser genialen Bewegung sind? So geht nun wieder hinaus auf die Straßen dieser Welt. Geht mit der Erinnerung an diese Stunde, in der ihr eure Seele in der Gegenwart Gottes und seiner Mannschaft erfrischt habt. Geht mit der Absicht, Jesus treu zu sein. Geht mit der Verheißung, dass ihr seine Liebe hinaustragen werdet und sie unter euren Familien und Freunden ausbreiten werdet, unter denen, die ihr auf dem Weg trefft und die sie brauchen. Geht mit dem Mut
und der Entschlossenheit, nicht zu sündigen und seid daran erinnert, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche allen einen schönen und einen gesegneten und einen strahlenden Sonntag und eine geniale neue Woche.